Hallo, ich möchte heute einen Mandelschokoladenkuchen mit Schokoladensahneguss backen. Für den Kuchen benötigen wir 250 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 120 Gramm Zucker, 8 Gramm Kakao, 5 Eier, 200 Gramm gemahlene Mandeln und 150 Gramm Schokolade. Für den Sahne-Schokoladenguss benötigen wir dann noch 100 Milliliter Sahne und 100 Gramm dunkle Schokolade. Zuerst werden die 150 Gramm Schokolade in der Mikrowelle geschmolzen. Dann werden die Eier und der Zucker in eine Schüssel gegeben und schaumig geschlagen. Dann werden Mandeln, Kakao, Mehl und Backpulver in die Schüssel gegeben und verrührt. Zuletzt werden die Schokolade und die Butter untergehoben. Der fertige Teig wird nun in eine eingefettete Springform gefüllt und anschließend für 40 Minuten bei 160 Grad im Backofen gebacken. Für den Schokoladensahneguss wird die Sahne erhitzt und anschließend die Schokolade in der Sahne geschmolzen. Um den fertig gebackenen Kuchen wird nun einmal wieder der Ring der Springform gelegt und festgemacht. Und danach wird die Schokoladensahne über den Kuchen verteilt. Anschließend solltet ihr den Kuchen in den Kühlschrank stellen.